die 10 Schwellen zum Licht am Ende des Funnels. Und wie ihr seht, haben wir uns schon sehr, sehr viel Mühe gegeben, einen sehr coolen Titel für unsere Präsentation herauszuarbeiten. Manchmal dauert das doch etwas länger, als wir gedacht haben. Man möchte ja besonders kreativ sein. Wir wären auch gute Friseure geworden, weil diese Wortspielereien können wir ganz gut. Das heißt, euch erwartet eine Keynote, die euch erleuchten soll, euch aber nicht überfahren soll. Mit mir dabei ist Pascal. Stell dich ganz kurz vor. Pascal Fantou, Growth Hacker. Und wir sind Travel Twins seit ein paar Jahren und auf vielen, vielen Projekten global unterwegs. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir endlich mal eine Keynote zusammen machen. Das stimmt. Das ist die erste Keynote, die wir zusammenhalten. Ja, wurde auch Zeit. Genau, Simon, wenn ich den kurz vorstellen darf, falls ihn jemand noch nicht kennt, für mich der bestvernetzteste Mensch überhaupt. Also wenn irgendjemand ein Repräsentant für Social Behavior ist, also Social ist eigentlich Simon. Und die kurze Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben: Wir haben ungefähr ein Jahr gebraucht, um einen Termin zu finden, wo wir beide am gleichen Ort waren. Und das war ein Rückflug von San Francisco nach München. Ja, und das war ein sehr cooler Start. Und nachdem sind noch ein paar Flüge dazugekommen. Genau. So, lass uns mal anfangen. Slides. Das. Wir müssen auf die Slides bringen. Genau. Wir sind drauf? Nee, also hier im Livestream sind wir nicht drauf. Das sind wir verzögert. Okay. Ja, weil ohne Slides ist das schwierig nämlich. So, das Licht am Ende des Funnels, und wir reden nicht von Fummeln, sondern Funnel, ist bunt. Und jetzt bräuchten wir die totale, weil wir haben es natürlich vorbereitet. Wenn gerade bei so einer grauen Zeit, wenn es überall regnet und trist ist, brauchen wir ein bisschen Hawaii-Feeling. Ja. So. Wir sind sehr froh, dass wir das nicht von der Green Wall machen. Das ja, das sehr war sehr die Schwierigkeit gewesen. Man muss Hakan direkt fotografieren. Aber das Ende des Funnels ist nämlich bunt und nicht nur hell. Und wir haben eine kleine Präsentation vorbereitet. Wir sind in dem Outfit schon öfter unterwegs gewesen. Noch nicht offiziell, das heißt, es ist eine Premiere für euch heute. Der Nerd und der Intern zeigen euch ein bisschen was über das Thema Funnel und warum wir diesen Trip so gestaltet haben. Ich möchte erst ein bisschen, was ist der Funnel? Dann wollen wir ein bisschen darauf eingehen, was sind die wichtigsten Begriffe, wenn wir darüber reden. Was ist der Unterschied überhaupt zwischen einem Funnel und einer Journey? Das wurden wir auch schon öfter gefragt. Gibt es überhaupt einen Standard? Wir werden uns die Phasen des Funnels nochmal angucken. Was ist darin messbar? Welche Rolle spielen die einzelnen Kanäle? Welche Strategie braucht es, um erfolgreich zu sein? Ein bisschen über Tools und Tech zu sprechen. Dann auch, was man nicht tun sollte. Und dann am Ende fassen wir es nochmal zusammen, was ihr als Takeaways mitnehmen könnt. So, ich fange mal an. Was ist überhaupt ein Funnel und welche Ziele verfolge ich? Der Funnel steht für Trichter, wenn man das übersetzen will. Das ist dann oben eine ganz große Öffnung und da unten habe ich ein Ziel. Meistens ist der eher konisch, das heißt, es wird, was oben reinkommt, bleibt nicht unten auch übrig. Das heißt, ich versuche ein Ziel zu erreichen, wie zum Beispiel eine Transaktion. Das kann ein Verkauf sein, das kann aber auch genauso ein Engagement sein, das kann irgendeine Interaktion sein. Es hört danach nicht auf, wir betrachten den Funnel nicht immer nur als ein Teil, sondern wir sagen, okay, das ist im Prinzip ein Perpetuum mobile. Das heißt, wenn ich unten irgendwas gemacht habe, geht es ja weiter. Das hört für mich als Dienstleister oder als Marke oder als Produkt nicht auf. Aber, und das ist auch ganz, ganz wichtig, wir gucken uns an, was nicht nur was im Funnel passiert, sondern was auch außerhalb des Funnels passiert. Weil ich werde nicht in meinem Funnel, bei dem ersten Kontakt oder beim ersten Funnel-Versuch sofort ein Auto zum Beispiel verkaufen, sondern es braucht einfach verschiedene Phasen und Leute fallen außerhalb aus dem Funnel raus. Und diese Leute sind genauso wichtig für uns. Und es ist sehr, sehr selten, dass man alles direkt beim ersten Mal richtig macht. Das heißt, diese Kontakte, unabhängig, ob sie anonym oder bekannt sind, sind für uns nicht nur im Funnel wichtig, sondern sie sind nie verloren, egal in welcher Phase sie sich befinden. Und wenn wir so einen Funnel angucken, können wir sagen, es gibt einen Funnel, der sagt, es geht um Aufmerksamkeit. Danach zeige ich mein Interesse. Dann wäge ich gegebenenfalls ab. Dann evaluiere ich, ob ich das kaufen möchte. Und dann konvertiere ich idealerweise und dann kommt das ganze Thema After Sales. Eine andere Sichtweise, das ist, erstmal habe ich jemanden, der ist anonym, dann wird er zum Besucher, dann wird er zum Lead, dann konkretisiert sich der Lead, der ist ein ganz, ganz enger Bezug dann schon zum Sales da, zum Beispiel durch ein Angebot, dann wird er zum Prospect und dann wird er zum Kunden.
Und hinterher wird er idealerweise auch zum Fürsprecher für uns. Oder das AIDA-Modell: Attention, Interest, Desire, Action, Sales, After Sales. Oder wie Google es sehen würde, sie kommen nämlich aus einem ganz anderen Bereich. Sie sagen, das ist I want to know more, I want to go, I want to do, I want to buy. Das heißt, jede Art und Weise ist auch ein Funnel. Man kann das darstellen, wie man möchte. Man muss nur für sich selbst die richtige Darstellungsform finden. Und beim Funnel geht es darum, den Nutzer oder den Konsumenten durch die einzelnen Phasen zu führen und zu begleiten und der Conversion näher zu bringen. Und dieser Prozess wird als Nurturing bezeichnet. Nurturing kann auch eine kleine Pflanze sein. Ich habe irgendwo eine Saat, die pflege ich und dann irgendwann wird sie größer und dann kann ich auch ernten und dann habe ich meine Conversion. Und idealerweise ist die Pflanze so groß und so mächtig, dass ich sie mehrfach ernten kann. Das heißt, das Modell des Funnels soll mir oder meinem Team oder meiner Organisation helfen, den Verkaufs- und Engagementprozess zu visualisieren und besser zu operationalisieren. Das heißt, think and act alike, dass wir alle allein sind und sagen, okay, das ist der Prozess und über diese Phasen reden wir und da müssen wir folgende Maßnahmen berücksichtigen. Was habe ich für Ziele? Erstmal Conversion und Transaktion. Ich möchte so viele Nutzer wie möglich durch den gesamten Funnel bringen und ich möchte natürlich kontinuierlich Erkenntnis sammeln. Also lernen, was die Leute in dem Funnel gemacht haben. Und in einzelnen Phasen ist es, ich möchte die Verweildauer in der Phase kurz halten, ich möchte die Überführung in der nächsten Phase sicherstellen, ich möchte den Abschluss des Funnels mit einer Transaktion haben, ich möchte den Konsent, also das Recht, mit dem zu interagieren, nicht verlieren und ich möchte den Nutzer natürlich in meinem eigenen Tracking behalten, damit ich auch daraus lernen kann. So, dann geht es in die nächste Phase. Die wichtigsten Funnelbegriffe. Genau, viele Begriffe schon genannt, aber Pascal gibt uns nochmal. Das ist nämlich eine interessante Diskussion, die wir bei vielen Projekten haben. Was sind denn wirklich so die Terminologien, wo wir uns einigen sollten? Ja, denn wie man schon gehört hat, Funnel ist ein Begriff, der so die letzten Jahre ein bisschen durchs Marketing getrieben wird, in die Sales-Organisation hinein. Und eigentlich ist es eine Ansammlung von Buzzwords. Und die Frage ist, wie kann ich jetzt aus den Buzzwords, die ich so höre, etwas machen, auf dem ich wirklich handeln kann, also actionable werden. Zum Beispiel eines der missverständlichsten Worte überhaupt ist ein Lead. Ist ein Lead eine Person, die eine bestimmte Schwelle erreicht hat, oder ist ein Lead eine Aktion, die eine Person in einer bestimmten Situation macht? Das ist zum Beispiel etwas, was man klären muss, wenn man das Reporting danach abgibt, um zu definieren, wie viele Leads habe ich bekommen? Sind das die Personen, die in der Phase sind? Oder sind das die Signale, die sie abgegeben haben, dass sie jetzt gerne angesprochen werden wollen? Consent ist ein wichtiges Thema. Consent gibt es auch wieder in zwei Dimensionen. Einmal den Consent auf dem anonymen User im Browser, also das klassische Browser-Banner, das Cookie-Banner, was wir momentan sehen. Und auf der anderen Seite der Consent des E-Mail-Opt-ins. Und je nachdem, in welche Länder man schaut, zum Beispiel in Korea, ist es so, dass man ganz viele Arten von Consent hat, die automatisch verfallen. Und da muss man sich darum kümmern, dass sie automatisch wieder reaktiviert werden, um in diesem Funnel bleiben zu können, weil sie nicht selber sich entscheiden, auszudoppen, sondern automatisch durch diese Consent-Logik ausgedoppt werden. Das ist dann der Dropout. Das Lead Nurturing ist genau das, was Simon vorher erklärt hat, die kontinuierliche Pflege des Leads, den ich habe, um ihn in die nächste Stufe weiterzuführen. Und wenn ich in dieses ganze Modell gehe und jetzt den Wechsel eigentlich von einer marketingorientierten in eine eher ganzheitlich betrachteten Welt sehe, dann geht es natürlich auch um den Lifetime Value. Das heißt, der eigentliche Funnel endet eben nicht mit dem Sale, sondern es geht danach um den After Sale, um den Mehrfachkauf, um den Upsell, um den Cross-Sell. Und jetzt haben wir da in dieser Welt natürlich andere Begriffe auch, die verwendet werden. Zum Beispiel NBA, NBO, Next Best Action, Next Best Offer. Also was ist jetzt das, was ich kommunizieren muss, um meine Zielgruppe, meine Audience in den nächsten Schritt zu bekommen? Und da gibt es ein klassisches Modell von Digital Marketer, die sagen zum Beispiel, es gibt bestimmte Punkte wie ein Lead Magnet. Also was brauche ich, um jemanden zu einem Lead zu überführen? Was muss der bekommen? Klassisches so ein White Paper Download oder solche Sachen. Was ist das Tripwire? Was ist das Angebot, mit dem ich ihn zuerst mal in eine Bezahlbeziehung kriege in dem Online-Modell? Was ist mein Kernprodukt und was ist der Upsell danach, mit dem ich dann eigentlich den Kunden, den ich schon habe, zu Mehrwert bringe? Und das ist das, was ganz viele im Online-Marketing eigentlich liegen lassen. Und das ist, wenn man so den E-Commerce anschaut, genau der Punkt, an dem am meisten sich ein klassisches Marketing von einem Funnel-Marketing unterscheidet. Wenn der User aufhört mit der Transaktion, mit der Order-Bestätigungsseite und da nur ein Danke steht, dann sind wir im Klassischen. Und wenn da steht, hey, möchtest du noch dieses Produkt kaufen, möchtest du noch dieses Produkt kaufen, dann sind wir im Bereich Upsell und dann ist es der erste Schritt zu einem Funnel.
Aber Simon, erklär uns doch, was ist der Unterschied zwischen Funnels und Journeys? Ja, gut, dass du fragst. Ja, gerne. Grundsätzlich ist der Funnel ein Trichter, wo ich oben was reinkippe, dann passiert eine Interaktion und dann geht es unten weiter. Und eine Journey ist meistens ein linearer Prozess und wird oft dargestellt. Oder ist ein nicht endender Prozess. Oder ist irgendwas. Ja? Also Journeys können ja ganz, ganz unterschiedlich sein. Wir wissen vor allem, dass jede Journey von einem Benutzer in Bezug auf Sales oder Social oder was auch immer meinem Zielgabe ist, unterschiedlich ist. Ja? Der eine steht halt morgens um 8 auf, der andere um 8.30 Uhr. Oder der eine geht Mittagessen, der andere geht nicht Mittagessen. Der eine hat ein iPhone, der andere hat ein Android-Phone und so weiter. Also das heißt ganz, ganz viele unterschiedliche Journey mit unterschiedlichen Touchpoints. Und der Funnel ist das grobe Framework. Bei den Journeys sehen wir zum Beispiel, ich habe eine Nicht-Kunden-Journey und ich habe eine Kunden-Journey. Aber beim Funnel sind es so, dass ich mir angucke, welche Phase habe ich und in den Phasen habe ich verschiedene Touchpoints. Und das heißt, eine Journey muss sich nicht an der Richtung des Funnels orientieren. Es gibt den einen Funnel, aber es gibt unendlich viele Journeys. Und die Journey hat jeder individuell. Bei dem einen dauert sie einen Tag, bei dem anderen dauert sie einen Monat. Bei dem einen hört sie auch schon nach der Hälfte des Funnels auf, bei dem anderen geht sie bis zum Sale runter. Das heißt, trotzdem bleiben das individuelle Journeys und da muss man von beiden Perspektiven drauf gucken. Gibt es denn einen Standardfunnel? Das musst du sagen. Ja, es gibt ganz viele Standardfunnel, denn jetzt sind wir wieder genau in diesem Bereich dieser unterschiedlichen Sichtweisen. Es gibt eine Marketing-Sicht, die eher von der Audience startet und dann beim Order aufhört. Ein Analytics-Tool beginnt normalerweise erst da zu messen, wo mein erster Klick auf die Website war. Ein CRM beginnt erst da zu denken, wo ich denn überhaupt den Lead aufgenommen habe oder eine direkt adressierbare wieder ein Rückkanal sozusagen. Und dann gibt es so die Hard-Seller-Sicht, die sagen, wir kombinieren das alles und kaufen mein Online-Coaching von Facebook bis zum Upsell hinten raus. Und das sieht man dann zum Beispiel auch in den unterschiedlichen Tools, ob das jetzt ein Google Analytics Funnel ist oder ein Adobe Analytics Funnel von HubSpot oder von Salesforce oder eben von Digital Marketer. Jeder versucht so seine Perspektive dem Kunden aufzudrücken. Die Frage ist, ist das der beste Weg? Ist das der Standard-Funnel? Oder ist der Standard-Funnel der, den ich definiere, der für mein Business der richtige ist? Und wie werden denn die Phasen des Funnels messbar? Und das ist eigentlich ganz einfach. Normalerweise startet es damit, dass ich einen Identifier habe. Also ich habe eine Person oder ein Device, das ich wiedererkennen kann. Und jetzt ordne ich dieses Device einer Audience zu, also eine oder eine Liste im E-Mail-Bereich. Und sobald diese Person mit diesem Identifier oder dieses Device ein Trigger passiert, dann schiebe ich ihn in die nächste Audience oder in die nächste Liste. Und im Retargeting füge ich ein negatives Retargeting auf die erste Audience zu. Das klassische Beispiel hierfür ist so der 10 Euro Neukundenbonus. Den will man natürlich nicht dem bestehenden Kunden zeigen, weil der dann frustriert ist und sagt, wieso kriegt ein Neukunde einen Bonus, aber ich nicht? Ja, heute vielleicht noch zur Ergänzung. Also diese Messbarkeit ist ganz, ganz wichtig, weil wir auch gucken wollen, in welcher Phase befindet er sich. Und dann wollen wir ihn natürlich in die nächste Phase überführen. Das heißt, wir brauchen verschiedene KPIs für die Phasen, um zum Beispiel auch die Motivation zu erkennen, dass er von der einen Phase in die nächste Phase kommt, damit wir wissen, er befindet sich jetzt in dieser Phase. Sonst wird das sehr, sehr schwierig. Das ist ein guter Punkt, weil es gibt ja nicht nur den einen Trigger, sondern eigentlich ist es immer wieder eine kontinuierliche Folge von AB-Tests, wo ich sage, welcher Trigger führt denn am besten dazu, dass diese Zielgruppe von der Liste A zur Liste B kommt. Genau. Also messen, 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 das bringt uns aber zu den Kanälen. Wo messen wir denn? Wir messen auf unterschiedliche Kanäle. Und die Kanäle sind die Ökosysteme der einzelnen Phasen. Das heißt, es gibt spezifische Kanäle für eine Phase und es gibt generalistische Kanäle für den gesamten Funnel. Und wir gucken uns das mal an. Ein spezifischer Kanal könnte zum Beispiel aus dem Pull-Bereich sein, wo Menschen nach was suchen. Zum Beispiel Google AdWords. Also Google ist ein Kanal, wo die Leute einsteigen. Das heißt, da brauche ich keine Aufmerksamkeit. Die Leute, die über Pull kommen, sind schon vielleicht in der Consideration-Phase oder Entscheidungsphase oder sind gerade in einer Research-Phase. Das heißt, da lasse ich das ganze Thema Awareness weg, was du eben auch schon angesprochen hast. Das kann ich natürlich messen, weil ich habe ja über Google Analytics, weiß ich, wonach sie gesucht haben und wo sie sich gerade befinden innerhalb der Funnels. Und wenn sich das Suchverhalten verändert, dann kann ich auch sagen, okay, jetzt ist er schon sehr eng in seinem Funnel, weil er jetzt nur noch auf ein oder zwei unterschiedliche Produkte sucht zum Beispiel oder auf YouTube sich Videos anguckt oder... Klassisches Beispiel ist im Suchbereich ja die Länge der Suchphrase. Normalerweise startet man mit einem Begriff Auto, dann startet man irgendwie mit Gebrauchtwagen, dann Gebrauchtwagen Marke München. Modell, Alter, Preis, genau. Und
Anders ist es bei generalistischen Kanälen. Dort haben wir Push- und Pull-Funktionen. Wir können Facebook nutzen, um Aufmerksamkeit zu generieren, über Advertisement genauso wie über die organischen Posts. Aber das ist ein Kanal, mit dem ich bis zum Sale komplett runtergehen kann. Es gibt sogar wunderbare Lead-Ads mittlerweile, mit denen man sehr, sehr gut arbeiten kann, Order-Ads. Es gibt also, Facebook ist ein ganzheitliches Kanal-Ökosystem, mit dem ich wirklich den gesamten Funnel bedienen kann. Ich kann Ihnen in der Consideration helfen, ich kann Ihnen über Testimonials helfen, Entscheidungen zu fällen, ich kann Ihnen Angebote machen, ich kann Ihnen auch entsprechend steuern. Und das ist ein klassisches Beispiel für einen generalistischen Kanal. Das heißt, wenn ich mir angucke, ich habe Aufmerksamkeit, Interesse, Abwägung, Evaluierung und dann die Conversion. Facebook schafft mir die Aufmerksamkeit. Ich kann die Interessen über Gruppen zum Beispiel lösen. Ich kann die Abwägung über mein Netzwerk sagen, hey, 10 deiner Freunde haben auch das gekauft. Das kennen wir ja bei Amazon schon sehr, sehr gut. Und bei der Evaluierung habe ich vielleicht auch noch einen Order oder noch einen Preis dabei und dann kann ich entsprechend die Conversion treiben. Die Frage ist, zum Start gilt es, ein Modell mit den wichtigsten Kanälen und ihren Aufgaben zu erstellen. Also was mache ich daraus? Und später kann ich die dann um die Touchpoints ergänzen. Es gibt unendlich viele Modelle. Die wichtigste, was Pascal auch schon gesagt hat, es gilt darum, dass man sein eigenes Modell definiert, aus dem vielen da drum ist. Und man sieht, es ist schon eine sehr, sehr bunte Welt da draußen. Ich habe einmal das Thema, was Off-Funnel ist, dann geht das ganze Thema in den Funnel rein und dann geht das Ganze Richtung Sales und Conversion und dann kommt das ganze Thema Loyalty und Fürsprechertum. Also das heißt, dieser Funnel wird immer weniger, um dann hinterher wieder breiter zu werden, weil durch die Fürsprecher schaffe ich es, dass sie wieder Aufmerksamkeit generieren und wieder oben in den Funnel reinkippen oder durch soziale Interaktion. Das bringt mich zu der Frage, wie gehe ich denn das Ganze dran? Also was ist denn meine Strategie, um dann nachhaltig erfolgreich zu sein? Die Basics sind, ich brauche erstmal Ziele. Bei einer Strategie immer geht es um kurz- und langfristige Ziele. Bei einem Funnel geht, würde ich eher sagen, ich gehe von einem Jahr oder zwei Jahren aus. Das ist schon lang genug. Ich habe dann vielleicht eine Prozesskarte, wie der durch den Funnel idealerweise geführt wird. Das, was ich gelernt habe, speichere ich. Sehen wir immer mehr und mehr bei unseren Projekten, dass wir das teilen müssen und wollen. Wir müssen die Perspektive wechseln. Wir gucken aus verschiedenen Perspektiven auf den Funnel. Einmal aus der Sales-Sicht. Einmal oben aus der Awareness- und Marketing-Sicht, einmal aus der Fulfillment-Sicht, einmal aus der Kundensicht, einmal aus der Kundenfrustrationssicht und gucken darauf, welche Stages gibt es da, was können wir daraus mitnehmen. Eine Strategie, die man, glaube ich, in dem Bereich am ehesten auch vergisst, ist der Funnel der Organisation, in der sie sich eigentlich bewegen muss. Eigentlich hat man den Funnel des Kunden und gleichzeitig startet man ja in der Organisation und sagt, wir verändern jetzt etwas. Wie muss denn eigentlich der Funnel aussehen, dass die ganze Organisation sich auch in diesen Prozess bewegt? Oh ja, das erinnert mich an ein Projekt gerade. Da ist der Funnel des Kunden nicht ganz synchron mit der Organisation. Das kann vorkommen, daran kann man hier arbeiten. So, und dann geht es natürlich, die Abteilung zu integrieren, was du auch sagst. Die Organisation muss natürlich mitgenommen werden, damit sie auch entsprechend zuliefern können oder mitarbeiten. Und dann am Ende, und das ist die Königsdisziplin, die Attributionsmodelle zu bedenken und zu überlegen, was kann ich denn machen? Also was ist denn entscheidend für meine Entscheidung? Ist die letzte Interaktion wichtig? Ist das vielleicht die erste Interaktion gewesen innerhalb des Funnels? Oder geht es beim Multitouch, dass alle einzelnen Punkte gleichwertig sind oder dass mit der Zeit das höher bewertet wird oder die verschiedenen Positionen? Oder, was unser Lieblingsthema ist, ist natürlich alles, wenn das datengetrieben ist und wir damit mit Scores für die einzelnen Touchpoints und die einzelnen Phasen Modelle bauen können. Das nächste Level ist dann, wenn ich das aufgebaut habe, Micro-Moments einzubinden, von wie es Google sehr, sehr gerne macht. Also Google denkt gar nicht mehr in Personas, sondern in diesen einzelnen Moment, wo eine Person sich gerade befindet und dann von A zu B kommt. Also die denken immer nur von Touchpoint zu Touchpoint. Dann geht es, die Motivatoren zu definieren, dass ich sie von der einen Phase in die nächste Phase bekomme. Was muss ich machen, damit er aus der Consideration in die Evaluation oder ins Score, ins Kaufen kommt? Da muss ich anfangen, meine Touchpoints zu scoren und zu überlegen, welche sind denn die wichtigsten für die einzelnen Phasen in meinem Funnel. Und da muss ich gucken, welche zukünftigen emotionalen Stati kann ich denn triggern? Also was will ich denn, dass er erreicht, denkt oder fühlt, um das in dieser entsprechenden Phase zu begleiten? Und das kann ich natürlich dann idealerweise auch mit Third-Party-Data ergänzen, um da einfach genauer und präziser zu werden, wenn ich nicht ausreichend eigene Daten habe. Das heißt, das Modell ist, wie es bei vielen Dingen ist, Ziele definieren, das Modell aufsetzen, starten, testen, messen, lernen und kontinuierlich optimieren. Der Funnel ist als Framework da, die Journeys verändern sich, die einzelnen Parameter verändern sich, aber der Funnel ist mein Framework, in dem ich arbeite. Genau, und du hast ja schon gezeigt, ein paar Tools und Tech. Das
der große Unterschied, den man sich am Anfang stellen muss, ist, gehe ich als große Organisation, baue ich gleich das große Funnel-Projekt oder starte ich mal mit einem kleinen Speedboat, einem kleinen Testballon? Und das kann sogar auch, gerade jetzt im Bereich der Social-Media-Leute, ein Thema sein, wo man sagt, ich hole mir einfach nur einen kleinen Funnel, in dem ich mal ausprobieren kann, wie ist das denn mit den Tools, wie ist das denn mit der Messung, wie kann ich das denn anfangen? Weil wenn ich die ganze Organisation integrieren will, wie in einem Salesforce-Projekt oder ein HubSpot zu integrieren, da ist mal schnell ein Jahr vorbei. Aber wenn ich lernen will, wie kann ich das denn machen, dass ich das schnell machen kann? Und da haben wir schon vorher die ganzen Tools gesehen. Es gibt natürlich Tools für Audiences, es gibt Tools für Landingpages, es gibt Tools für Online-Analytics, Tools für A/B-Testing, für Automation, für zum Beispiel Questions, mit denen man die Leute wieder in den Funnel reinholt. Diese Tools sind zum großen Teil sehr, sehr günstig, mit denen man wirklich starten kann, um seinen eigenen Funnel mal auszuprobieren und zu verbessern. Für sein Gefühl und dann in dem nächsten Schritt die größere Version einzugehen. Zum Beispiel ein Tool, was es auch in dieser größeren Version gibt, ist das Salesforce Interaction Studio, wo es dann darum geht, wirklich Realtime-Entscheidungen zu treffen. Was ist sozusagen eine Next Best Action, die Next Best Offer, die in dem Moment diesem Micro-Moment zugeordnet wird? Und es gibt natürlich auch Dinge, die man vermeiden muss. Also viele Dinge, die wir gehört haben, macht das ganze Ding sehr kompliziert. Und was ist jetzt die meisten Fehler, die man eigentlich machen kann? Das erste ist, wie wir schon gesagt haben, der Mensch verhält sich nicht linear. Und er ist nicht mal nur digital. Angeblich gibt es sogar Leute, die sind offline unterwegs, habe ich gehört. Oder, was viele auch im Funnel-Management total übersehen, es geht nicht nur um E-Mail. Heutzutage ist E-Mail gar nicht mal der Hauptkanal mehr, wo in solche Interaktionen stattfindet. Wenn man in diese 60 Seconds schaut, was denn im Web passiert, ist E-Mail ganz klar im Fall. Aber welche Funnel-Systeme haben denn WhatsApp, haben denn solche Messenger integriert? Zum Beispiel, ja. Das Zweite ist, was einem dauernd angeboten wird, ist, dieser Funnel ist der beste für dich. Den musst du kopieren, weil dann wird es bei dir klappen. Und das scheitert eigentlich immer. Ich kenne Leute, die in ClickFunnels so und so viel Geld schon ausgegeben haben, weil sie gesagt haben, hey, das ist so einfach, da wird mir das gezeigt, ich muss es einfach nur zu mir rüberziehen und dann kann ich diesen Funnel anwenden. Und zack, das Geld war weg. Für ClickFunnels hat der Funnel sehr gut funktioniert. Einer der klassischen Probleme, eigentlich eines meiner Lieblingszitate, ist, wenn du einen Hammer hast, schaut alles aus wie ein Nagel. Und das bedeutet, wenn du ein Tool hast, dann gibt das Tool dir häufig vor, wie du denken musst. Man sieht es ganz häufig in Bereichen wie Google Analytics, wo Leute dann anfangen, ihre Logik an das Tool anzupassen. Das bekannteste Beispiel dafür ist wahrscheinlich SAP, wo Unternehmen anfangen, ihre Unternehmensstruktur an das Tool anzupassen und nicht das Tool an das Unternehmen. Und wenn man schon mal bei dem Nagel ist, ist leider Nagel auch nicht immer Nagel. Man muss also genau hinschauen und man muss schauen, was ist das, was ich da sehe. Ist das wirklich der erste Eindruck? Was es wirklich ist oder eine Ebene tiefer gehen. Und das ist das, was sich viele ersparen. Man sieht sozusagen die schöne Sales-Präsentation des Repräsentanten, der sagt, das ist das billigste, das beste, das tollste Funnel-System. Ein Klick und du wirst reich. Und das funktioniert halt nicht. Takeaways. Ja. Jetzt sind wir schon am Ende. Das ging so schnell. Ja, aber wir haben ein bisschen Zeit aufgeholt für Hacker. Wir sind ja von der schnellen Truppe. Also, wichtig ist, definiere deinen eigenen Standard-Funnel als deine eigene Konstante. Die kannst du natürlich anpassen, aber wenn du sagst, das ist mein Funnel für das Unternehmen, dann ist das sowas wie deine Sprache und deine Terminologie und das ist alles einmal definiert. Und da kann man alle sich orientieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sagt, das ist unsere Basis. Beschäftige ich mit den Neins. Das ist eine Sache, die ich gelernt habe aus dem Sales kommend. Und das ist etwas, was meines Erachtens auch einer der ganz großen Unterschiede ist, die einen Funnel von einer Conversion-orientierten Maßnahme entscheidet. Viele schauen einfach nur auf die rechte Seite des Trichters, der da bleibt. Aber der Funnel beginnt jetzt, sich die Frage zu stellen, und was ist mit den 93%, die nicht konvertiert haben? Was kann ich eigentlich mit denen machen? Und genau da greifen Funnels ein. Ein Funnel, viele Journeys. Wieder. Ihr werdet tausende von Journeys bauen. Die Journeys werden sich unterschiedlich darstellen. Macht es nicht kompliziert. Schafft euch auch ein Journey-Modell an, aber die Journeys werden ganz, ganz unterschiedlich sein. Das hängt von den Use Cases ab, das hängt von den einzelnen Szenarien ab, das hängt von den Zielgruppen ab, das hängt von den Zielen ab. Also ganz, ganz viel, aber der Funnel bleibt als Konstante gleich. Alle Daten und Nutzerzählen. Häufig
übersieht man dabei einige Dinge. Es geht ja eben genau nicht nur um die User, die sich konform der Norm verhalten, sondern auch um die, die mal einen Seiteneinstieg machen, die sich sozusagen außerhalb meines ursprünglichen Modells bewegen. Und das sind eigentlich die, wo sich die größten Opportunities zeigen. Ja, weil auch vor allem der Wettbewerb oft auf seinen Funnel konzentriert ist und nicht auf diejenigen, die aus dem Funnel rausfallen oder gar nicht in den Funnel reingekommen sind. Funnel sind Landkarten des Managements. Also es ist für uns immer wieder interessant zu sehen, dass solche Visualisierungen helfen, auch im Management entsprechende Aufmerksamkeit zu bekommen, Verständnis zu bekommen, Unterstützung zu bekommen. Das heißt, so eine Visualisierung, wenn sie einfach da ist, wenn man an dem Funnel erklärt, wie man vorgeht, welche Ziele man verfolgt, warum man an welchen Stellen Haken hat oder Probleme hat, dann ist das ein Visualisierungsthema. Deswegen, der Funnel ist die Landkarte des Managements. Bau dir deinen Experimentierfunnel. Das bedeutet, geh nicht gleich in die ganze Organisation, um zu sagen, wir müssen jetzt unsere gesamte Struktur ändern, sondern hol dir etwas, was du idealerweise ein einfaches digitales Produkt, wie ein Download, ein E-Book oder etwas, wo du selber etwas erzeugst und selber experimentieren kannst zwischen einem dreistufigen Funnel, ein Sign-up und ein Verkauf. Und dann experimentiere, was mache ich mit den Leuten, die nicht gekauft haben? Was schicke ich denen für eine E-Mail? Wie muss diese E-Mail sein? Und baue dann kontinuierlich auf. Und mit diesem Wissen gehst du dann in die Organisation und sagst, okay, jetzt können wir das mal ein bisschen größer machen. Kann auch schief gehen, ne? Kann. Ja, aber das wäre ja gut. Sometimes you win, sometimes you learn. Ja, genau, you learn. Ja. Kein Mimimi. Also, das ist unser Fazit. Vielen, vielen Dank, Hakan, für die Einladung. Das ist der Einstieg in das Funnel-Thema. Es ist ein großes Thema, das uns bei allen Kunden, egal wie groß die Organisation ist, immer wieder begegnet, wo wir sagen, das muss man in der Zukunft wesentlich mehr treiben. Wir brauchen mehr Dialog zu dem Thema und die Differenzierung auch und Klarstellung zwischen Funnel und Journeys. Und wir haben noch einen Spruch zum Schluss. Der Pessimist sieht nur Dunkelheit im Funnel. Der Optimist sieht das Licht am Ende des Funnels. Der Realist erkennt, dass das Licht von einem Zug kommt und der Lokführer sieht drei Idioten in Hawaii-Hemden an den Schwellen. Von daher... Daher würde ich jetzt sagen, komm Simon, wir müssen wieder seriös wirken. Ja, every end is a new beginning. Von daher müssen wir uns gleich nochmal ausziehen. Wir müssen uns nochmal ausziehen. Wir werden zu unserem normalen Arbeitsalltag übergehen. Genau, unsere normale Arbeitsuniform. Ja. Das ist tatsächlich, was wir fast jeden Tag auf der Arbeit tragen mittlerweile. Ja. Ne? Also von daher... Sehr cool. Viel Spaß bei der Konferenz und happy hacking und happy funneling. Nicht fummeln, funneln. Hallo. Ah, da habe ich noch was für dich. Ah, was? Ja, stimmt. Ich wollte mal eigentlich Hakan geben, natürlich. Ja, du musst, lauf doch schnell rüber. Ah, ohne Mikro? Ja, ohne Mikro natürlich. Komm her, Hakan, warte. Das kriegst du. Haben wir natürlich vorbereitet. Warte.